So, meine Freunde auf YouTube, damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge, zu einem ganz neuen Format, einem ganz neuen Game, Mechabellum. Das Game hat es mir so ein bisschen angetan. Für alle, die das nicht kennen, es ist ein Autobattler, ungefähr wie TFT, nur halt viel, viel geiler. Ich bin süchtig und wir schauen mal rein. Wir gehen ins 1 gegen 1 Multiplayer Online. Und ich hoffe, ich mache heute mal ein paar Siege. Ich habe bis jetzt einmal gewonnen. Ich spiele das Spiel ein bisschen fresh und fast schon blind. Also so viel habe ich noch nicht drin gezockt in dem Game. Aber ich versuche natürlich besser zu werden. Damit let's go. So, da haben wir jemanden gefunden. Der hat ein bisschen mehr Erfahrung als ich. Aber wir schauen trotzdem mal rein, wie wir ihn fertig machen werden. Glaube ich, hoffe ich, weiß ich nicht. Wir schauen mal rein. Komm schon. Bin gespannt, was ich zur Auswahl habe. Mich so ein bisschen, muss ich ganz ehrlich gestehen, in den ersten Bot-Runden so ein bisschen in Phoenix verliebt, in diese Flugzeuge. Aber es ist immer, also es ist eine Taktik, die gegen Bots sehr gut funktioniert, aber gegen echte Spieler irgendwie nicht so richtig. Halte 100 zusätzliche Vorräte pro Runde, verringert aber den Angriff aller Einheiten um 15%. Boah, weiß ich nicht, Digga, weiß ich nicht. Der Rhino-Pilot erhalte in Runde 3 kostenlos. Ich glaube, das nehme ich auch. Ich glaube, ich spiele mal mit dem. Ich habe sehr gute Erfahrungen mit Rhino. Und vor allem mit der Artillerie. Und deswegen werde ich dann mal schön mit Arti spielen heute. Eng. Nehmen wir gleich noch eine Arti dazu. Okay. Ja, mehr können wir jetzt auch nicht machen. Weil wenn die Mustangs jetzt von Anfang an leveln, wird's schwierig. Wäre gut, wenn da mal Artillerie auf die Mustangs schießen würde. Ja, okay. Also erste Runde. Kompletter Bait. Aber was soll's. Was soll's. Ja, wir kriegen das schon noch hin. Ja, das Laservisier ist eigentlich geil. Ich überlege jetzt, was wir noch freischalten können. Ich weiß nicht, ob ich jetzt schon. Vielleicht gehe ich schon auf Rhino, wenn wir sowieso. Dann wäre es, glaube ich, gut, wenn wir da direkt einen hinstellen. Und wir bomben erstmal gleich die hier weg. Ich will jetzt einen Erfolg sehen. Ja, komm, wir gehen rein. Also das Rhino müsste sich jetzt genau um die Crawler kümmern. Sehr gut. Und auch um die, um zumindest eine Einheit von den Mustangs. Die müssten auch am Rhino draufgehen. Ja, sieht sehr gut aus. Oh, er flankt schon. Mit verbesserten Crawlern. Okay. Ja, da müssen wir agieren. Weil die machen jetzt meine ganze Arti weg. Aber das habe ich trotzdem gewonnen. Das kriegt er nicht mehr raus. Ich habe ja noch zwei Fangs. Also zwei angeschlagene Fangs.
den Rhino, der bis zum Schluss überlebt, der wird auch leveln. Das ist schon mal sehr gut. So, jetzt haben wir zwei Rhinos auf Level 2. Jede Einheit, die Rhino tötet, erhöht ihren ATK diese Runde um 10. Oh, Leute. Das nehmen wir natürlich. Und den stellen wir hier ganz, ganz links hin. Oder, warte mal. Oder zum Flanken hier hin. Nee, da lasse ich mir was anderes einfallen. Ich glaube, da werde ich... Werde ich hier Fangs hinstellen? In der Hoffnung, dass die die countern. So. Wenn wir den Rhino irgendwie mit einem Update erhöht die Bewegungsgeschwindigkeit von... ja. Oh, das ist gut, dass wir im Prinzip stellt nach der Zerstörung des, eines Feindes LP in Höhe der TP des Feindes wieder her. Das ist sehr gut. Das ist, damit wir uns heilen. Okay. Ah, es sollte easy sein. Ja, die Fangs haben schon zu tun mit den... Oh, okay. Also hier... Ich habe es gerade nicht gesehen, was da passiert. Das muss ich mir in der Wiederholung nochmal angucken. wenn ich das Video schneide. Warum ist mein Zweier Rhino da oben direkt zerschellt? Wahrscheinlich wegen den Metallkugeln, ne? Die countern den ganz gut. Ja, okay, doch nicht so easy. Ich sollte was gegen die Metallkugeln ausrichten. Irgendwas finden, was die countert wieder. Was countert Metallkugeln? Versuch's mal mit Snipern. Ja, das Ding ist, dass davor die... Schwierig, muss ich ganz ehrlich gestehen. Ich sollte mir vielleicht noch ein Fang-Update holen, wenn ich so viele davon habe. Hm. Ah, Angriff um 50%. Das klingt gut. Ja, okay. Wie gesagt, Leute, ich bin noch am Üben. Ich weiß noch nicht, was ich hier tue. Ja, okay, auf jeden Fall sind hier die Metallkugeln weg. Das ist schon mal gut. Und hier könnte die Arti da die Metallkugeln wegmachen. Hier drüben sind auch welche, Leute. Ja, das ist schwierig. Ich brauche einen wirklich guten Counter gegen die Metallkugeln. Eigentlich gar nicht so schlecht.
Vielleicht sollte ich da wirklich drauf gehen, dass ich die Dinger hier platziere. Ja, okay. Entschuldigung. Schwierig, 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 schwierig. Also ich weiß nicht. Ach, naja. Okay, ich habe noch nicht wirklich ein Mittel gefunden gegen die Metallkugeln. Vor allem, weil der die auch, das lässt die auch gleich mit Level 3 spawnen. Ich probiere aus. Das ist meine erste Runde heute. Weiß ich nicht. Warum kann ich das niemandem geben? Ach so, kann nur von Riesenbodeneinheiten ausgerüstet werden. Verstehe. Ich probier's. Weiß ich nicht, ob das was bringt. Aber anscheinend irgendwie nicht so. Na, hier hinten bricht so viel durch. Da, also hier in der Mitte auch. Ah, das ist halt einfach. Das ist schlecht. Ja, besiegt mich halt. Weiß nicht, ob das was bringt. Wir probieren es aus. Ist halt einfach mal eine richtig schöne No-Brain-Runde, weil ich, wenn mir einfach nichts einfällt, wie ich die countern kann. Mir fällt einfach nichts ein, wie ich die countern kann. Also schreibt es mir gerne in die Kommentare, mit was countert man denn bitteschön Metallkugeln? Ich gern. Wüsste ich wirklich gern. Hier kommen so viele Metallkugeln durch. Es ist einfach unfassbar. Eigentlich müsste Arti das gut countern. Eigentlich müsste ich den in einem Kampf binden und Arti draufknüppeln. Aber ich habe eindeutig zu viel Artillerie. Zu wenig, meine ich. Zu viel. So viel kann man, glaube ich, nicht haben. Ah ja, verloren. Was soll's? Erste Runde für heute. Machen wir halt. Schieben wir gleich eine zweite Runde hinterher. Zurück in die Lobby. So kann ich natürlich keine Erfahrungspunkte hier aufbauen.